Heyo, ich bin Tommy Something und hier kommt endlich mein versprochenes Abo-Special zu den 1600 irgendwas Abonnenten. Ich bin nicht wirklich gut, was diese Specials angeht. Wie dem auch sei, los geht's mit der ersten Frage. Leon Tute fragt mich, was ist das eigentlich für ein Band, das du fast immer trägst? Das Rot-Gelbe. Nicht fast immer, sondern immer. Und bevor komische Fragen auftauchen, ja, ich wasche es regelmäßig und nein, ich gehe nicht damit baden oder duschen. Wie ihr merkt, diese Frage wird mir öfter gestellt und dieses Band ist eigentlich ein Halstuch und zwar vom venezianischen Militär. Das habe ich damals geschenkt bekommen, kurz bevor ich 6 Monate lang nach Venedig gezogen bin und zwar vom Ehemann meiner Cousine. Er war nämlich dort bei der Marine und es hat ihm eine Zeit lang eine Menge bedeutet, also habe ich ihm versprochen, es jeden Tag zu tragen und es in Ehren zu halten. Und auch mir bedeutet es mittlerweile eine ganze Menge und naja, es hat schon echt harte Zeiten mit mir durchgemacht. Frage Nummer 2 kommt von Maniac. Was ist für dich schwieriger, einen Bart oder die Kopfhaare lang wachsen zu lassen? Das hier ist der Bartwuchs von ungefähr einer Woche. Es ist lächerlich. Die Kopfhaare sind deutlich einfacher. Frage 3. Dani fragt, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Was? Soweit ich weiß, hat dieser Job nichts zu tun mit einer schwanzlutschenden gottverdammten Ente. Frage Nummer 4 kommt von Yukuhiri. Was hältst du von YouTube, so wie es gerade ist? Meinst du, YouTube geht den Bach runter und was sagst du zu Dagi B und Co.? Nein, YouTube geht nicht den Bach runter. Man verliert zwar ab und zu seine Hoffnung, aber solange es dort draußen kreative Menschen gibt, hat YouTube immer noch seine Berechtigung. Es ist zwar nur noch selten ein Sprungbrett zu einer größeren Karriere, aber es ist immer noch ein Spielplatz für kreative Menschen und für die Leute, die ihre eigene Meinung kundtun wollen. Zu Dagi und Co. Ich persönlich habe nichts gegen solche Leute, aber man muss auch verstehen, dass gerade große YouTuber eigentlich nur noch Schauspieler und Geschäftsleute sind. Und das ist auch völlig okay, denn diese Menschen haben es geschafft, aus ihrem Hobby einen Beruf zu machen. Das schafft nicht jeder. Dennoch fuckt mich der Content, den sie produzieren, absolut ab. Ich muss nicht wissen, welche Produkte sie kaufen und schlechte Musik mit einigermaßen professionellen Videos muss ich mir auch nicht antun. Frage 5. Mystery will wissen, was ist dein Lieblingsgeheimtipp an Spielen? Gone Home. Das war eins meiner allerersten Reviews, weil ich einfach nur dieses Spiel so absolut genial fand und es mich extrem geflasht hat. Oder, und das Spiel habe ich erst vor kurzem wiederentdeckt, dank meiner Top 5 der härtesten Endgegner in Videospielen, The World Ends With You. Das ist ein abgefahrener DS-Titel von Square Enix. Frage 6 sind gleich 2 Fragen, die ich einfach nur kombinieren wollte. Buchprinzessin und Cola Moon fragen, in welcher Stadt würdest du gerne leben, egal ob es sich um eine reale Stadt oder um eine aus Games, Film oder Serien handelt und warum? Und wohin willst du unbedingt mal reisen? Ich würde sau gerne mal nach Asien reisen und mir dort alles ansehen. Eine Freundin von mir macht das gerade und ich bin einfach nur extrem neidisch auf sie. Leben würde ich da trotzdem nicht so gerne. Ich mag Berlin, weil es so extrem vielfältig ist. Oder ich würde auch Dublin nehmen, weil ich dort die freundlichsten Menschen ever getroffen habe und irische Volkslieder mag. Von den Gamestätten wäre das wahrscheinlich Twilight Town aus Kingdom Hearts 2, denn dort ist ständig Nachmittag, was bedeutet, dass die Sonne gerade am Untergehen ist, aber eben doch nicht ganz verschwindet. Irgendwie ist das ziemlich cool. Filmstädte, definitiv Halloween Town aus Nightmare Before Christmas, denn dort ist jeden Tag Halloween. Wie awesome ist das denn? Und Serienstädte, wahrscheinlich King's Landing aus Game of Thrones, because it's just fucking gorgeous. Frage 7. Erfurt City Girl will wissen, welche 3 Gegenstände würdest du auf eine Insel mitnehmen? Das wäre einmal mein Smartphone mit unendlich viel Akku und WLAN, damit ich weiterhin Audible nutzen kann, um an Hörbücher zu kommen. Dann noch Jonglierbälle für die Langeweile zwischendurch. Und eine PSP mit Monster Hunter Freedom Unite. Frage Nummer 8. Turn Your Weapons fragt, was steht noch ganz oben auf deiner Bucketlist? Ich habe tatsächlich eine To-Do-Liste mit Dingen, die ich machen möchte, bevor ich 30 werde. Da steht sowas drin wie zum Beispiel, schreibe ein Buch fertig, laufe im Spider-Man-Kostüm über den Times Square, kaufe 2 Kühe. Aber momentan steht da einfach nur ganz oben, schneide dieses Video oder jenes Video fertig. Frage 9 kommt von Jonas. Wenn du für einen Tag in den Körper eines Videospielcharakters schlüpfen könntest, welcher wäre das und warum? Heutzutage wäre das Commander Shepard von Mass Effect. Ich würde alles dafür geben, wenn ich es noch mitbekommen darf, wie wir andere Planeten bewohnbar machen und sogar vielleicht in Kontakt treten mit intelligentem Leben. Ich meine, Mass Effect hat so viele geile, interessante Völker und Geschichten, dass ich Commander Shepard einfach nur beneide. Und die letzte Frage kommt von Mario.
Warum machst du YouTube? Was sind deine Beweggründe? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ehrlich gesagt wurde ich erst durch Moviepilot an YouTube herangeführt. Ich wusste zwar, dass es YouTube gibt und es gab auch einige Channels, die ich mir angeguckt habe, wie zum Beispiel How It Should Have Ended, EQ3 oder Freddy Wong, aber selber YouTube-Videos machen war nie ein Plan von mir. Dann habe ich die Chance bekommen, die Game News in Screen zu machen und musste schnell feststellen, dass ich noch eine ganze Menge zu üben habe, also war Tommy Something sowas wie Training für mich. Ich konnte mich mit Gaming auseinandersetzen und noch meine Auftritte üben. Aber dann kamt ihr ins Spiel. Ich weiß, das klingt jetzt extrem klischeehaft, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich so viel Feedback bekommen werde und dazu noch so viel positives Feedback. YouTube-Kommentare sind leider oft voll mit Beleidigungen oder Leuten, die einfach nur trollen wollen und mich nervt sowas. Aber zu sehen, dass euch meine Meinung wichtig ist und sogar, dass ihr noch mehr haben wollt davon, das pusht einen. Und so wurde aus Tommy Something eine ganz eigene Sache. Ich habe hier einen völlig anderen Stil als bei Screen. Es ist nicht mehr mein Job oder ein Teil davon. Es ist meine ganz eigene persönliche Leidenschaft geworden. Und dafür danke ich euch. Danke also für über 1000 Abonnenten und dafür, dass ihr immer wieder kommt. Es tut mir leid, wenn ich nicht alle Fragen beantworten konnte, aber dafür haben wir noch genügend Zeit in der Zukunft. Ich bin Tommy Something. Wir sehen uns.